Beyblade. Hier stehen sich die Top-Blader Kopf an Kopf gegenüber, um zu zeigen, wer der Beste ist. Aber jetzt schalten die Battles einen Gang höher. Turbo! Die Abenteuer werden noch epischer. Durch neue Herausforderer, die alles geben. Welcher Herausforderer holt sich den Titel als bester Blader der Welt? Die Turbo-Klings sind raus! Ja! Sie sind endlich da! Das Vorspiel! Und jetzt Crash Gravity! Zeit für Turbo-Defense! Ich weiß genau, was du vorhast, sogar schon lange bevor du es weißt! Ha. Los geht's! Darauf habe ich mich mit Achilles vorbereitet! Jetzt gib ihm den Rest! Turbo hier anhalten! Ich weiß genau, dass nichts darauf hingewiesen hat, dass ich diesen Kampf verlieren würde. Achilles hatte zwar den Turbo-Erwachen-Modus geschafft, aber dennoch stand die Wahrscheinlichkeit eines Sieges von Dread Hades auf über 80%. Also, was ist schiefgelaufen? Was übersehe ich? In dieser Welt brauchen wir neue Helden. Neues Spiel, spin den Bay und sei dabei. Gib nicht auf, let it dream, lass uns kämpfen. Beyblade vs. Turbo, dir allein gehört der Sieg. Los geht's! Wir zwingen die Gegner überall. Ein Krieger, der in Führung liegt. Beyblade vs. Turbo, vereint dich mit der Energie. Los geht's! Raider, weiche nicht zurück. Vergiss dieses Verwächtnis nie. Beyblade. Gegen Fei! Bei meinen Berechnungen habe ich außer Acht gelassen, dass Turbo Achilles gegen Dread Gravity standhalten könnte. Aber zu dem Zeitpunkt war Aigers Verbindung mit Achilles ausgeprägt. Es ist höchstwahrscheinlich, dass diese Verbindung Aiger mehr Energie abgezogen hat als erwartet. Wie weit willst du denn noch gehen, nur um mich ein kleines bisschen zu unterhalten? Na, süßer Aiger. Also dann, verehrter Dr. Iver, wie laufen die Vorbereitungen? Ich habe ein paar Modifikationen an der Solar Arena vorgenommen und die Macht von Left Astro und Right Artemis erhöht. Mit diesem neuen Upgrade entsprechen sie der Stärke von Turbo Achilles und Turbo Valtriac. Ich werde sie in 1000 Stücke reißen! Let it rip! Was für eine faszinierende Macht das ist! Das ist endlich wahr! Hab noch Geduld. Schon bald darfst du wieder spielen. Komm schon, Fei! Lass uns spielen! Versuch doch, ihn mir abzujagen. Das mache ich sofort! Meiner! Wenn du tust, was ich dir sage, wirst du sogar noch stärker. Aber Fei! Hast du mich verstanden? Ja! Das
Das ist ein guter Junge. Master Fay, Master Hyde. Hm? Ihr werdet hoch erfreut sein zu hören, dass euer Vater für euren Geburtstag besondere Geschenke vorgesehen hat. Na, mach's schon auf. Oh, was ist denn da drin? Und diese Nachricht eures Vaters traf mit den Geschenken ein. Lieber Fay und Hyde, beiliegend sende ich euch beiden eure neuen Bays. Sie leisteten mir in jungen Jahren gute Dienste. Nun seien sie euer, möget ihr damit nach Herzenslust betteln. Ja, ich will den haben, meiner. Der gehört jetzt mir allein. Ich suche zuerst aus. Den legst du lieber sofort zurück. Nie im Leben. Der gehört jetzt mir. Du legst ihn zurück. Du kriegst immer alles, was du willst, aber nicht diesmal. Jetzt darf ich aussuchen. Dieser da gehört aber mir. Ich hasse dich, damit du es weißt. Oh ja? Und ich hasse dich noch mehr. Bitte, es ist wichtig, dass ihr euch jetzt beruhigt. Diese Bays haben eurem Vater viel bedeutet und er würde keinen Streit deswegen dulden. Verrat mir, wie dieser Bay da heißt. Der Name dieses Bays lautet Phoenix. Und der andere? Sein Name ist Hades. Welcher von beiden ist stärker? Das hängt davon ab, wie er vom Blader geführt wird. Dann wirst du mein Bay sein. Sollen wir dann? Es ist Zeit, dass wir zwei etwas Spaß haben, Revive Phoenix. Ja! Höchst beeindruckend wie immer. Selbst jetzt, wo das Niveau bei der Base dem Turbo-Erwachen-Modus entspricht, hast du sie besiegen können. Und ich besiege sie nochmal. Stell sie wieder auf! Was hast du hier verloren? Das siehst du doch, Bruder. Ich bin nach Hause gekommen. Wir wissen doch beide, dass der Drag Tower mir gehört. Und zwar mir ganz alleine. Und du bist hier nicht willkommen. Sachen zu wollen, die anderen gehören, ist eine schlechte Angewohnheit. Also schlage ich vor, du arbeitest daran. Was soll das heißen? Eiger Akabane. Der Kleine gehört mir. Ich spiele mit ihm. Das wusstest du genau. Und trotzdem hast du dich eingemischt. Hyde. Du bist mein kleiner Bruder. Und weil das so ist, habe ich dich mein Spielzeug benutzen lassen. Aber damit ist jetzt Schluss. Was willst du damit sagen? Oh, du hast mich verstanden. Ich möchte meine Spielsachen zurück. Alle. Das ist lächerlich. Okay. Es ist sehr lange her, dass wir miteinander gespielt haben. Fay und Hyde, die Daten aus diesem Battle werden sagenhaft. Nicht schon wieder! Was ist los mit dir, Eiger? Wieso tust du das, Fay? Warum musstest du unbedingt Achilles zerstören? Ich kann einfach nicht glauben, dass du einem Bell sowas antust, aber wenn du mich das doch reicht jetzt! Wach endlich auf! Oh hey, was geht so, Captain? Anscheinend hatte dieser Armleuchter da drüben mal wieder einen Traum davon, dass Fay Achilles zerstört. Ist ja nicht so, als würde ich das wollen. Glaub mir, wenn ich damit aufhören könnte, würde ich das sofort tun. Kann sein, aber die klingt ziemlich dramatisch. Traumatisch meinst du wohl? Na, irgendwas mit Traum eben. Ich komme einfach nicht drüber weg. Wenn ich Fay das nächste Mal sehe, blasse ich ihm das Licht aus. Hab ich recht, Achilles? Es gibt ein paar große Neuigkeiten. Das klingt ja wichtig, Naru. Hör zu, Fay! Bei der heutigen Übertragung wird die ganze Welt dabei zusehen, wie du vor mir im Staub kriegst. Also lassen wir die Spiele beginnen, oder?
Okay, meine lieben Blading-Freaks da draußen. Konzentration! Wir haben einen mega abgefahrenen Battle für euch live aus dem Dread Colosseum! Willkommen zum großen Revival meiner Wenigkeit. Und das Comeback verdanke ich dem Knaben da drüben. Es ist frei! Wähl doch so viel du willst, das wird nichts ändern. Es ist Zeitverschwendung. Der Kampf endet nur mit einem Burst-Finish. Kein anderes Ende zählt hier. Was ist denn hier los, Leute? Sie übertragen den Bay Battle live. Die kämpfen gegeneinander. Das ist Fei. Das heutige Kräftemessen findet zwischen den Blading-Brüdern Fei und Hyde statt. Das Schicksalsrad wurde angestoßen, als Fei im Dread Tower aufgetaucht ist und Hyde zu einem Battle herausgefordert hat. Oh, Fei. Ich wusste immer, dass ich eines Tages mit dir abrechnen würde. Du haust einfach ab. Ich kann nun nicht mehr mit dir spielen. Aber wieso nicht? Du weißt wieso. Wenigstens solltest du das. Ist es vielleicht, weil ich mit Hades resoniere und ständig stärker werde? Im Gegenteil. Es ist, weil du mich langweilst. Ich tu was? Du! Und adieu. Ja. Die Tage, an denen du auf mich herabgesehen hast, sind vorbei, Bruder. Erster Battle. Und endlich werde ich deinen Phönix ein für alle Mal auslöschen. Das kannst du versuchen. Ha! Nicht nur versuchen. Bereit? Auf die Plätze. 3, 2, 1. Let it rain. Und damit nimmt Phoenix das Zentrum zuerst ein. Los geht's! Hades reagiert mit einem Blitzangriff und startet einen totalen Überfall auf Phoenix. Ja, das sehen alle! Du wirst Zeuge der wahren Macht meiner Resonanz mit Dread Hades sein! Du glaubst nicht wirklich, dass du dein Bay so dominieren kannst. Dein Ego hat dich blind gemacht. Genug gelabert! Ich stopp dir für immer dein Schandmaul! Hades! Beende es mit Dread Impulse! Dread Hades landet einen direkten Treffer mit einer gewagten Technik! Wie war das? Ist das alles, was du kannst? Haha! Gleich wirst du bersten, Brüderchen! Halt ist unglaublich viel stärker geworden. Stimmt, aber Fei sieht so gelassen aus wie immer. Aber die Kernfrage ist, wer hält länger durch? Im zweiten Battle treffen Heis Angriffe mit derselben explosiven Kraft. Phoenix sitzt in der Klemme. Mach so weiter, Hades! Der Meister! Heis macht es vollkommen überwältigend! Verglichen mit ihm ist Phoenix nicht. Feis Rettung ist nur, dass er es vermieden hat, zu bersten. Wenn das hier ein normaler Battle wäre, dann wäre schon Schluss. Genau, aber das ist alles andere als ein normaler Battle. Dritter Battle. Gut, ein letztes Mal. Ich lass dich bersten. Verlass dich drauf. Bereit? Auf die Plätze. 3, 2, 1. Let it rain. Ah!
wieder vorbei! Aber diesmal mit Vorteil für Phoenix! Revive Phoenix mit einem Ring-Out-Finish! Er ist also nicht geborsten. Jetzt noch einmal! Noch ein Ring-Out-Finish und kein Ende in Sicht! Meine Resonanz sollte stärker sein als seine. Du begreifst es immer noch nicht, oder? Noch eine Runde ohne Burst! Wie viele waren es bisher? Wieso? Wieso kann ich seinen Schmerz nicht fühlen? Ich habe es ernst gemeint, als ich sagte, dass ich alles zurückhole. Da stimmt irgendetwas nicht mit Hyde. Ich weiß. Er spürt den Schmerz von Hades nicht. Hä? Oh Mann, was spielst du da bloß fei? Nochmal! Dread Impulse! Hyde, schnelle Angriffe treffen, einer nach dem anderen! Genau darauf habe ich so lange gewartet! Anscheinend hattest du noch einen Rest Kraft in dir übrig. Aber jetzt... wirst du alles verlieren, Bruder! Wie lange willst du das denn noch rauszögern? Nur so lange, bis ich wieder habe, was mir gehört. Und was genau soll das sein? Jetzt darf ich aussuchen! Dieser da gehört aber mir. Na klar, jetzt weiß ich endlich, worum es dir geht. Das muss ich dir ja lassen. Das ist sowas von nachtragend von dir. Oh, gern geschehen. Als ich mir Hades damals genommen habe, da wusste ich, dass ich endlich gegen dich gewonnen hatte. Seit damals ging es für mich immer nur darum, gegen dich zu gewinnen. Dann nehme ich dir das auch noch weg. Nein, wirst du nicht, denn ich werde dich vernichten. Sieg der Battle! Bereit? Auf die Plätze! 3, 2, 1! Let it rain! Hades und Phoenix sind wieder in der Arena und laden uns zu einem weiteren glühheißen Battle ein! Eine frontale Begegnung! Hades, Zeit für Dread Gravity! Ich werde deine Resonanz erlösen. Viel Glück damit! Meine Resonanz ist genial! Attacke, Phoenix! Es ist vorbei! Ich trau meinen Augen nicht! Hat Phoenix gerade Hades zerstört? Dread Hades hat diese Welt verlassen! Er ist nicht wirklich weg. Hades führt seine Reise als Teil von Phoenix weiter. Ah!
Hey, Alga, was hast du? Du siehst komisch aus. Was ist los? Ach, es ist gar nichts. Nein, es ist überhaupt nichts. Weil ich nämlich Achilles hab. Ich werde so einen Battle wie den niemals akzeptieren und hinnehmen. Nach all den Jahren verschmilzt Hades mit Phoenix und sie werden eins. Und damit ist Dread Phoenix vollständig. Dread Phoenix nennst du ihn. Der mächtigste Bay aller Zeiten. Ich bin der Meister der Zerstörung. Und von jetzt an werde ich jeden anderen Bay auslöschen. Doppeldecker-Turbo-Arena ist in der Belgoma-Akademie eingetroffen. Wow, Achilles kann von da abspringen? Alles klar, schmeißen wir den Battle an. Achilles und ich werden jeden weghauen. Moment hier mal, was ist das? Ist das überhaupt erlaubt? In der nächsten Episode von Beyblade Burst Turbo. Battle Royale, Beyblade Helden. 3, 2, 1, let it rip!